Hallo meine Freunde, herzlich willkommen zu einem kleinen Update-Video und zwar von All the Mods 7. Und zwar, es gibt mal wieder ein neues System. Ich hatte einen Kollegen angeschrieben und gesagt, Dominik, dein altes Video funktioniert nicht mehr. Das ist scheiße, mach mal was dagegen. Und ich so, gar kein Problem, mach ich doch. So, ihr legt ganz normal das über... Da. Ja, ganz normal über den Launcher runter, downloaden. Wieder dazu. Öffnen war den Spaß. Natürlich kaufen wir das später nochmal. Ja. Denn ganz einfach, einfach mal auf Desktop ziehen. Ihr könnt einfach den Oberordner nehmen. Ich nehme jetzt den Ordner, den ich erstellt habe. Zack. Normalerweise haben wir ja hier eine Server Start drin. Haben wir hier komischerweise mal wieder nicht. Das ist ja so ein Klassiker. Ändern die gefühlt jede Woche. Machen wir aber relativ einfach. Wir führen das einmal aus mit Java. Wir wollen den Server haben. Wir geben den Ordner an, wo wir die Datei drin haben. Das ist der hier. Ja. Führen wir den aus. Ihr müsst dafür Java 17 installiert haben. Auf dem PC. Den Server auszuführen. Und ich muss da vorbei sein, genau. Erfolgreich, jetzt haben wir einen Run SR drin. Library Ordner, aber ist erstmal für uns egal. So, dann gehen wir. Blub. Ich habe hier einmal Putty drin. Und ich habe hier einmal Windscape. Ganz einfach, ganz normal. Zieht ihr dann alle Tiere rein, führt ihr dann einmal ganz normal aus. Das wäre dann jetzt hier zum Beispiel. Also erstmal Rechte geben, chmod 777, oberste Rechte, dass wir die auch ausführen können, runsh. Dann /runsh ausführen. Dann kriegt ihr die Meldung, dass ihr bitte die Euler bestätigen sollt. Doppelklick, einfach die Datei aus, ne, von false auf true setzen. Und dann einfach normal starten. Aha, da haben wir das, was wir brauchen. Preparing Level, World. Heißt für uns, der Server Start war gut. Müsste ja eigentlich jetzt die Prozent. Oh, 2, 8, 9%. Das ist das, was wir brauchen. Hoch. Start immer hoch. Tucker, tucker, tucker. Wie gesagt, ich habe die falsche Gigabyte-Zahl eingegeben. Ich müsste da mindestens 6 Gigabyte sollte man das schon machen. Kommt darauf an, wie viele Leute drauf spielen. Wenn ihr 2 bis 4 Leute seid, 6 Gigabyte sollte ausreichen. Sobald mehr und ihr viel und groß baut, dann sollte man mindestens 8 nehmen. Werde ich wahrscheinlich 8 bis 14 geben. So, der Server ist jetzt online. Tada! Müssen wir auch probieren zu joinen. Das dauert jetzt gerade nur so lange, einfach nur weil ich zu wenig RAM zugewiesen habe. Aber das macht ihr eigentlich ganz einfach in der. Weiß ja nicht, ob ihr das in der SSH bearbeitet. Nee, aber er liest die Text auch. Das heißt, das hier müsst ihr ändern. Genau, hier. Gigabyte sind eingestellt. Max 4 GB. Hoch auf 8 zum Beispiel. Speichern, zack. Und rein natürlich neu starten, dann habt ihr jetzt auch. Oh, im Office-Server. Ist das nicht schön? Ist das nicht schön? Ja. Das.
OP-Rechner habe ich jetzt auch. Sieht man, auf dem Server funktioniert alles. Eigentlich ganz einfach, bloß umständlicher gemacht für uns alle. Man muss die Datei entpacken. Manche Programme können das auch über den FTP direkt machen, also Winscape kann das nicht. Jedenfalls habe ich noch nicht die Funktion gefunden, dass ich hier drüber sagen kann, dass er die hier entpacken soll. Gibt es wahrscheinlich eine Möglichkeit, aber ich habe die jetzt gerade nicht. Ich mache das einfach auf dem Desktop ziehen, dann dollet der so offen direkt auf dem Rechner, dann entpacken, Datei ausführen, so dass ihr die ganzen Dateien habt, die dann auf den Server ziehen, Run SH starten oder die Bots, aber welchen Server ihr habt, und das war's schon. Eigentlich ganz einfach, man sieht sich, schönen Tag noch, und tschüss.